Guten Abend. Wertes Publikum zu Hause an den Endgeräten oder vielleicht gerade auf Arbeit hier um die Ecke im Dönerladen auf der Karl-Marx-Allee. Mein Name ist Inge Borg, aber Sie dürfen mich heute Abend Madame Borg nennen, denn ich sorge für Ihre Zukunft. Jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt für Applaus gewesen, aber da niemand hier ist, gibt es leider keinen. Da hinten schreien irgendwie ein paar Leute, die keinen Sekt mehr haben. Das geht mir ähnlich übrigens. Mein Sekt ist alle. Aber wir reden ja über die Zukunft. Die Zukunft ist natürlich schon festgelegt, aber ich weiß, wie die Zukunft aussieht. Und Sie dürfen jetzt anrufen und ich erzähle Ihnen, was alles in Ihrem Leben noch schiefgehen wird. Ich habe hier die Nummer notiert, weil ich kurzsichtig bin und das nicht auf dem Teleprompter lesen kann. Die Nummer wäre die 030 für Berlin 68409215. Und wenn Sie die jetzt wählen, kommen Sie gleich hier ins nach Berlin-Neukölln. Das war schon ein Anruf. Hallo? Hallo? Großvater, bist du es? Ich bin's, deine Schwester. Meine Schwester? Oh nein, ich leg den Hörer mal daneben, weil wir hören meine Schwester auch so. Ingeborg, ich bin's, Kay. Ingeborg, ich bin's, Kay. Das ist ja schön, dass du anrufst. Wir haben uns so lange nicht gesprochen. Ich wusste gar nicht, dass du noch lebst. Siehst du mir meine Zukunft? Naja, muss ja wohl, oder? Ich bin ja dazu verpflichtet. Ich meine, ich kenne deine Zukunft auch schon, ja, also so richtig toll ist sie ja auch nicht. Na gut. Du könntest die Tarotkarte einfach in ein Glas Sekt schmeißen. Leider gibt es hier nur kleine Gläser Sekt, aber ich lege jetzt drei Karten. Und zwar die erste ist deine Vergangenheit, die zweite ist deine Gegenwart und die dritte ist deine Zukunft. Und ich meine, wir wollen ja gerne, also sehr gerne auch über deine Vergangenheit reden. Das wäre die erste Karte. Das ist die 10 der Pentagramme. Das bedeutet, dass dein Leben bisher ein Albtraum war. Aber das weißt du ja auch selber. Weißt du aus erster Hand, weil du in meiner Vergangenheit die ganze Zeit anwesend warst. Natürlich. Das ist die Gegenwart. Das ist die 10 der Stäbe, das heißt, ein Stab steht für einen Monat. Das bedeutet, in 10 Monaten darfst du wieder auftreten, was jetzt irgendwie nicht so schlecht ist für uns alle, muss ich sagen. Aber jetzt kommen wir zu der Zukunft und das wäre diese Karte. Das ist die 9 der Stäbe, das heißt, nach den 10 Monaten dauert es noch weitere 9 Monate und dann beginnt deine Zukunft. Oder so. Wow. Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also 19 Monate noch, vielleicht sehen wir uns da auch endlich mal wieder. Wie geht's dir eigentlich gesundheitlich? Mir geht's gesundheitlich großartig. Ja, genau. Wonder Woman sozusagen. Ach. Ingeborg, bist du denn in den nächsten 19 Monaten in Berlin oder in Griechenland? Ich verstehe kein Wort, das ist relativ schwer hier zu hören, aber ich würde mal sagen, ja. Ingeborg, ich danke dir. Tschüss. Gerne, Kay. Wir können uns auch mal privat sehen und dann sage ich dir diese andere Zukunft voraus. Jawohl, danke. Gerne. Du bist ein Goldstück. Ich hasse mein Leben. Naja, das war meine Schwester Kay. Kay ist Transvestit und tritt gerne auf, aber nicht in nächster Zeit. Das ist für uns alle eine Erleichterung, muss ich sagen. Dann würde ich sagen, warten wir noch auf einen Anruf. Ja, wir warten noch auf einen Anruf. Ich höre dich, aber sehr leise, weil ich das sehr leise gestellt habe hier auf diesen Verkabelungen. Und weil kein Sekt mir angeboten wird, habe ich meinen eigenen mitgebracht aus der Dose. Und trinke jetzt mal ein bisschen und warte auf den nächsten Anruf und die nächste Zukunft, die schon geschrieben ist. Ich würde ja auch gerne rauchen, aber man darf hier nicht rauchen, das ist die Hölle. Tja, dann lege ich jetzt einfach mal schnell irgendwie, ich ziehe nur eine Karte, ich lege mal die Zukunft vom Schwutz hier, das geht ja ganz schnell. Ich habe das zwar schon gemacht,
Der Schwutz wird Ende des Jahres schließen, alle werden arbeitslos werden und jeder der Angestellten wird eine Parkbank in der Hasenheide zugewiesen bekommen. Aber wir schauen mal, vielleicht hat sich die Zukunft ja auch schon geändert. Und ich habe diese Karte gezogen. Das Ass der Stäbe. Oh. Das Ass der Stäbe bedeutet, dass es gar keine Zukunft gibt. Also die Zukunft ist so dermaßen noch im Wandel, dass das Schwutz vielleicht sogar wieder aufmacht. Aber das wissen wir nicht. Darum habe ich in die Zukunft geschaut. Ich trinke mal was. Ja, ich sage noch mal die Nummer an. 030-6840-9215. Und ich kann auch meine private Nummer ansagen, aber ich habe mein Telefon gar nicht dabei. Oh. Hallo? Hallo? Ja, wer ist denn da bitte? Hallo? Ich bin Sarah. Hallo. Hallo, was kann ich für dich tun? Ich wollte wissen, wie meine Zukunft aussieht. Okay. Möchtest du was Bestimmtes wissen oder ist dir einfach die allgemeine Zukunft recht? Ja, allgemein. Allgemein. Allgemein ist immer gut. Wir machen das wieder wie folgt. Eins, zwei, drei. Also, deine Vergangenheit, die 10 der Schwerter. Es war eine harte Vergangenheit. Es war viel los, viel Leid auch, ne? Kennt man ja. Mhm. Gegenwart. Das ist die 16 der Turm. Das heißt, die Gegenwart wird noch ein bisschen so bleiben, wie sie gerade ist. Liegt vermutlich auch an der Pandemie. Gerade wird sich irgendwie nichts ändern. Und die Zukunft wäre das. Der Teufel. Ach, der Teufel ist super. Da gibt es ja auch eine Fernsehserie, die heißt Lucifer. Der Teufel bringt dir auf alle Fälle schöne Sachen. Im Allgemeinen. Also das kann der Job sein, das kann eine neue Liebe sein. Aber der Teufel spricht für Party und für Abwechslung. Und ich hoffe, das ist genau das, was du brauchst. Ja, ganz genau. Sehr gerne. Das ist wunderbar. Könntest du mir sagen, wann wir wieder Party machen können? Ich verstehe dich leider relativ schwer. Hat jemand anders das verstanden? Ich kann das nicht lesen, was du da hast. Ich bin kurzsichtig. Ach, spenden nicht, sondern was zu spenden sagen. Ist die Dame noch da? Hallo, ja, ich bin noch da, aber die Verbindung ist ein bisschen... Die ist die Hölle, ne? Wir sind ja auch in so einer Art feuchten Keller. Das wird auch nicht besser mehr. Wann wir wieder Party machen? Ich wollte noch wissen, ob du mir sagen kannst, wann wir wieder in Schwutz feiern dürfen. Das Problem ist natürlich... Ich weiß, also ich würde sehr gerne Party machen, jederzeit auch mit dir. Ich muss sagen, wir wissen es leider nicht. Die Zukunft ist sehr schwammig, gerade mit den ganzen Viren, die in der Zukunft irgendwie auf uns warten. Ich würde für dieses Jahr nicht mehr hoffen, aber ich hoffe, wir sehen uns im neuen Jahr zu einer absolut abgefahrenen Party, wo hier der Teufel abgeht. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut und ich drücke die Daumen und ich hoffe, wir sehen uns bald. Ich hoffe es auch. Bis dann. Viel Glück. Danke, tschüss. Bitte, tschüss. So, ich glaube, das war es erstmal. Ich glaube, meine Zukunft sieht jetzt so aus, dass ich eine rauchen gehe und wahnsinnig viel Sekt trinke, um in einer halben Stunde noch betrunkener zu sein, als ich jetzt bin. Bis gleich. Liebes Publikum, da sind wir wieder. Ich bin Mensch, ich bin Maschine und ich bin auch Medium. Und je mehr man trinkt, desto schrecklicher wird die Zukunft. Und Sie dürfen jetzt wieder anrufen unter folgender Nummer, um gegen Spende zu erfahren, wie Ihre Zukunft aussieht. Das wäre die 030 für Berlin 6840-9215. Ich warte jetzt gespannt auf den nächsten Anruf. Vorhin hatten wir schon zwei
zauberhafte Damen hier im Studio, die jetzt, sagen wir mal, eine nicht so schöne Zukunft haben, aber wer hatte ich schon, ne? Meine Zukunft sieht aus, dass ich jetzt hier bin und nachher nochmal hier sein werde. Und während ich darauf warte, dass jemand anruft, trinke ich mal einen kleinen Schluck von dieser Köstlichkeit für 89 Cent. Ja, ansonsten können wir vielleicht auch die Zukunft für jemand anders voraussagen, der heute leider nicht hier sein kann. Das wäre Michael Müller, der regierende Bürgermeister von Berlin. Da ziehe ich nur eine Karte. Ich will gar nicht wissen, was der in seiner Vergangenheit getan hat oder was er in der Gegenwart tut. Aber ich schaue mal, wie seine Zukunft aussieht. Und ich habe hier diese Karte gezogen. Falsch rum. Die Königin der Münzen. Das wäre ich wohl, wenn ich in meinem Café arbeite und zu wenig Trinkgeld bekomme. Dazu ist zu sagen, ich möchte Michael Müller nicht kennenlernen. Bleib bitte daheim und regiere ein bisschen. Ja, was gibt es sonst noch erzählen? Also hier gab es ja vorhin eine Verkaufsshow, hier liegen noch irgendwie schlecht gewaschene Fummel irgendwie rum. Hier ist ein vertrockneter Blumenstrauß, meine Damen und Herren. Und eine Portion Kartoffelpüree von Fanny, warum auch immer, aber ist das lockere, glutenfrei und so weiter. Und ich kam gerade von der Regie, dass jemand anruft und in der Leitung ist. Ach, Sie sollen anrufen. Ich will das aber gar nicht. Ach so, na gut. Das Schulz möchte, dass Sie anrufen. Ich kann gleich nochmal die Nummer wiederholen gehen. Eine kleine Spende sage ich Ihnen die Zukunft. Und Sie müssen, wenn Sie durchkommen, danach noch dranbleiben, damit wir Ihre Daten erfassen. Die Nummer wäre 030-6840-9215. Und wahrscheinlich nachher kann ich sie auch auswendig, aber bis jetzt ruft auch niemand an, weil alle schon im Bett liegen, es ist unter der Woche. Und es ruft jemand an. Hallo? Hallo, ist da jemand am Borg? Ja, wer ist denn da? Die Großmutter. Die Großmutter, die verstorbene Großmutter schon wieder? Was kann ich für dich tun? Die andere verstorbene Großmutter. Bitte? Die andere verstorbene Großmutter. Ach, die andere verstorbene, ja, die an Krebs verstorbene, die so einen langen Tod hatte, ja. Schön, dass du anrufst. Was kann ich für dich tun? Ich würde gerne wissen, wie deine Zukunft aussieht. Wie meine Zukunft aussieht? Oh Gott. Wahrscheinlich besser als dein Make-up, oder? Was? Make-up? Ich trage gar kein Make-up. Aber ich lege mal die Karten für mich selbst. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ich will es eigentlich gar nicht wissen, aber ich tue es trotzdem. Die Vergangenheit, die vier der Kelche, das heißt, ich habe bisher vier Gläser Sekt getrunken. Es kommt ungefähr hin. Die Gegenwart, Königin der Schwerter, das heißt, wenn es so weitergeht, begehe ich Selbstmord hier, live. Und der König der Schwerter, das heißt, wenn ich nicht Selbstmord begehe, wird mich jemand anders töten. Ich hoffe, ich könnte dich zufriedenstellen, Großmutter. Es war sehr schön, mit dir zu plaudern mal wieder. Ruf nicht mehr an. Aber bitte kein Selbstmord, sonst kommst du hier unten zu mir und ich will dich eigentlich gar nicht da haben. Ja, ich auch nicht. Ich will da auch gar nicht sein, wo du bist. Aber wir können uns unsere Zukunft nicht aussuchen. Leb wohl, Großmutter. Leb wohl, Großmutter. Meine Güte. Ja. Wir warten auf den nächsten Anruf. Man kann sich die Familie nicht aussuchen. Meine Wahlfamilie ist das Schwutz, würde ich mal sagen. Und es sind alles entfernte Cousins, die ich lange nicht gesehen habe. Und es ist immer sehr schön, hier zu sein. Anrufen, ja. Es sollen die Leute anrufen. Also ihr sollt anrufen, um mit mir zu reden, wie meine Großeltern. 030-6840-9215 gegen eine kleine Spende sage ich euch, wie eure Zukunft aussehen wird, ob ihr Corona bekommt oder nicht, ob das Schwutz jemals wieder aufmacht und ihr hier Party machen dürft oder auch nicht. Thank you.
Es klingelt, wie man hören kann. Es klingelt sehr lange, muss ich sagen. Es ist ja praktisch gar nicht mehr aufzuklingeln. Hat es jetzt geklingelt oder war das einfach nur, um die Zeit zu überbrücken? Ich nehme ja schon ab. Hallo? 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 Ja, wer ist denn da? Hier ist die Domiana. Hallo, guten Abend, wie geht's dir? Hi. Wie geht's dir? Gut, und dir? Muss ja. Was kann ich für dich tun? Ja, ich würde ja gerne mal über meine Zukunft was wissen. Wie sieht's denn aus? Wo stehe ich in 5 Jahren? Ganz allgemein gesprochen mit der Zukunft oder gibt es was ganz Bestimmtes? Ganz allgemein gesprochen. Ganz allgemein. Gut, also wir machen wieder Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und wir schauen mal in deine Vergangenheit. Wir haben hier diese Karte, das ist die 2 der Kelche. Das heißt, du trinkst nicht so viel oder hast bisher nicht so viel getrunken. Aber das kann sich ja auch ändern in der Zukunft. Vielleicht wirst du ja Alkoholikerin. Wir schauen mal in die Gegenwart. Der König der Kelche, das sagt irgendwie schon alles. Irgendwie, wahrscheinlich fängst du demnächst an zu trinken. Das tut mir ein bisschen leid, aber ich kann dir versichern, ich trinke auch schon sehr lange und es ist gar nicht so schlecht. Und in der Zukunft schauen wir diese Karte. Das ist der Ritter der Münzen. Münzen bedeutet immer Geld. Also vielleicht kannst du auch durch das viele Trinken Geld irgendwie akquirieren, sag ich mal. Also ne, ja. Angestellte Alkoholikerin ist immer ganz gut. Davon gibt es hier im Schwurz relativ viele, die nennen wir Transvestiten. Ich weiß nicht, ob das was für dich wäre, aber vielleicht sehen wir uns mal im Schwurz und trinken was zusammen und reden ein bisschen konkreter über deine Zukunft. Im Moment kann ich nur allgemein bleiben, aber ich hoffe, ich habe dir so ein bisschen weitergeholfen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt weiß ich Bescheid, ich komme gerne mal rum. Sehr gerne. Wenn du jetzt gleich auflegen möchtest, tu das nicht. Mein Kollege wird gleich noch mit dir reden und weitere Instruktionen bekommen. Vielleicht kriegst du ja auch irgendwie einen Gutschein für ein Bier hier oder so. Wenn nicht, lade ich dich natürlich zum Sekt ein, falls wir uns mal hier sehen. Das klingt wunderbar, danke schön. Gerne, vielen Dank und auf bald. Auf sehr bald. Gut, das war es erstmal. Wieder von mir. Madame Borg kommt, ich glaube, die Karten sagen noch 2-mal vorbei. Ich hoffe, ich bin dann noch ein bisschen betrunkener als jetzt. Bis gleich. Liebes Publikum, was immer noch zu Hause an den Endgeräten hängt, wir sind noch lange nicht fertig. Ich habe noch viel zu sagen. Wenn Sie immer noch anrufen möchten und gegen eine kleine Spende wissen wollen, wie Ihre nähere Zukunft aussehen wird, 030 68 40 9215. Ansonsten kann ich auch mal einen Blick in diese wahnsinnig tolle Kugel werfen, die wir von einem Kollegen aus dem Schwutz bekommen haben. Dieser Herr heißt Thorsten L. Ich darf sie nicht kaputt machen, aber ich sehe vor allen Dingen viele Leute, die keine Maske tragen, also keinen Mund- und Nasenschutz, vor allen Dingen nicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln, was vielleicht zu einer zweiten Welle führen könnte. Ansonsten hat mir die Regie gerade ungezogene Sachen ins Ohr gehaucht, dass dieser Herr L., von dem diese Kugel sein soll, immer seine Sexdates damit klar macht. Also ich sehe da drin nichts außer Berlin und das ist auch nicht so schön, muss ich sagen, meine Damen und Herren. Ich habe hier Tarotkarten, ich kann Ihre Zukunft sagen. Bitte rufen Sie an und wenn Sie anrufen, spenden Sie eine Kleinigkeit für Schwutz. Die Nummer wäre nochmal die 030 68 40 9215. Ansonsten können Sie auch einfach so anrufen. Ich habe auch ein paar Rezepte auf Lager für Schokoladenkuchen
oder wie man Zwiebelkuchen macht. Ich backe sehr gerne zu Hause. Dann mache ich ein Foto für Instagram und werfe dann den gesamten Kuchen weg, weil ich nicht möchte, dass jemand anders ihn isst. Und ich bin seit ungefähr 1984 auf Diät, von daher kommt das für mich nicht in Frage. Gut, wie gesagt, wenn niemand anruft, werde ich einfach ein bisschen trinken, weil Trinken macht die Gegenwart viel schöner und manchmal auch die Zukunft. Und wenn niemand anruft, dann muss das Schwutz leider Ende des Jahres schließen. Damit verliere ich meinen Job und werde dann die Motzstraßenzeitung in der U8 verkaufen, wo Sie vielleicht jeden Tag zur Arbeit fahren. Und glauben Sie mir, das möchten Sie nicht. Ja, das Schwutz hat noch relativ viel Trockennebel und haut ihn jetzt hier mal raus, damit das Ganze ein bisschen mysteriöser wirkt. Ja. Naja, anrufen, bitte rufen Sie an, bitte rufen Sie an. Ich komme nachher sowieso nochmal, also von daher 030-6840-9215. Dann werden Sie mit einem Kollegen aus dem Schwutz... Es ruft jemand an. Es ist wahnsinnig aufregend. Hallo? Jo, hi. Das ist Jakob hier. Wer ist denn dort? Ich bin in Moabit gerade. Hallo, wie geht's dir? Alles gut, danke dir. Und dir, wie geht's das? Muss ja. Was kann ich für dich tun? Du möchtest die Zukunft wissen? Ja, sehr gerne. Ich hätte gerne meine Zukunft wissen. So eher die allgemeine Zukunft oder was Spezielles? Ich denke, dass es beste Lösung ist wegen Spaß in Zukunft. Was könnte ich vielleicht erleben? Okay, es geht um Spaß in deinem Leben. Wir haben ja. Hier die Vergangenheit, die Gegenwart und dann kommen wir zur Zukunft. Und Spaß in deiner Vergangenheit, Ritter der Kelche, bedeutet, du hast auch viel getrunken, wie die Dame vorhin. Und ich glaube, Spaß hat mit Trinken auch wahnsinnig viel zu tun, muss ich sagen. Dann hast du. Aber nee, das ist super richtig. Das ist super richtig. Natürlich. Ich kenne die Leute, die hier anrufen. Wir haben hier die 4 des Pentagramms. Das bedeutet, man sollte auf alle Fälle weiter trinken. Weil, ja, das stimmt. Ich kann das bestätigen, kein Problem. Alkohol konserviert und hilft auch irgendwie gegen alle Unbilden des Lebens. Und die Zukunft wäre diese Karte für dich. Das ist die 5 des Pentagramms. Und wenn du jetzt schon trinkst, dann trink einfach weiter. Es macht einfach gar keinen Unterschied, weil in deiner Zukunft... Dann wird sich wahrscheinlich nicht so viel ändern, aber wenn du weiter trinkst, dann hat das auch ein bisschen Bestand und dann kannst du vielleicht auch dein Leben selber bestimmen mit Trinken. Mhm. Alles klar, verstanden. Sehr und ich gerne. Hoffe, wir können dann zusammen im Schwutz trinken. Sehr gerne. Schnellstmöglich. Ich trinke jetzt schon mal ein bisschen, weil ich einen trockenen Mund habe. Mhm. Gut, bleib noch kurz in der Leitung. Dann kannst du noch mal mit einem Kollegen reden und vielleicht redet er ein bisschen über Alkohol. Ist nie verkehrt. Sehr alles gerne. Klar, alles Gute dir. Bis dann. Ja. Danke dir, schönen Abend noch. Sehr gerne. Ciao. Tschüss. So, ich lege auf und wir warten auf den nächsten Anrufer für die 030-6840-9215. Ihre Zukunft steht schon fest, aber Sie kennen sie gar nicht, aber ich kenne sie. Und ja, Sie wollen das wissen. Sie wollen das wissen. Ansonsten trinken. Ja, vielleicht können wir noch mal ganz kurz auf diesen bezaubernden Blumenstrauß schwenken, den der Schwutz vor 4 Monaten geschenkt bekommen hat. Als die Krise noch gar nicht angefangen hatte und seitdem trocknet er langsam vor sich hin. Gleichzeitig gab es als Geschenk dieses Kartoffelpüree, was leider immer noch nicht benutzt wurde vom Schwutz, obwohl es glutenfrei ist.
Es ist ganz toll. Also man nimmt eine Kartoffel, entzieht ihr Wasser und später gibt man das Wasser wieder zu, um etwas zu erhalten, was nicht nach Kartoffeln schmeckt. Nun ja, ansonsten haben meine lieben Freundinnen und Freunde Bambi Mercury und die Disco diese Seife hier liegen lassen. Die werde ich einfach mal einstecken, man kann ja nie wissen. Hände waschen ist gerade sehr irgendwie angesagt. Und falls Sie die Nummer noch nicht kennen, mit der Sie anrufen können, das wäre die 030-6840-9215. Und alle Spenden, die Sie uns geben, gingen direkt an Schwutz. Und die Leitungen sind wieder frei, hat mir die Regie gesagt. Und das ist wahnsinnig nervig, so ein Ding am Ohr zu haben. Und die ganze Zeit plappert da jemand irgendwie über sein Liebesleben, was niemand hören möchte. Nun ja, warten wir einfach weiter. Ansonsten kann ich hier noch mehr Produkte zeigen. Vielleicht wurden die vorhin auch schon vorgestellt. Ich weiß es nicht. Das ist Golden Hydrogel iPads. Das brauche ich nicht, weil meine Augen sind geschminkt und sehen schlimmer aus als sonst. Dann gibt es ja, CDs, Calm Down. Oh Gott. Gut, ich lege das wieder weg. Und dann nehme ich mal meinen Stillenvorrat und fülle auf. Ja, wir warten der Anrufe, die da nicht kommen. Und je weniger Leute anrufen, desto mehr muss ich trinken. Und das macht mir überhaupt keinen Spaß übrigens. Und je weniger Leute anrufen, desto seltener kann ich rauchen, was mir noch mehr nicht gefällt. Eine verirrte Seele. Hallo? Hi, hallo. Wer ist denn da bitte? Servus, ich bin der Dani. Ich würde mir gerne die Zukunft weissagen lassen. Sehr gerne. Hast du eine bestimmte Frage oder geht es allgemein um deine Zukunft? Ja, die Zukunft nicht nur in Bezug auf Trinken, sondern weil gerade der Schokoladenkuchen schon erwähnt wurde, in Bezug auf Kochen. Ich habe nämlich gerade heute ganz viel gekocht. Du hast ganz viel gekocht und du willst die Zukunft des Kochens für dich sozusagen erfahren. Ja. Na gut, genau. Wir fangen mit der Vergangenheit an, wir gehen in die Gegenwart und kommen dann in die Kochzukunft. Und die Vergangenheit sagt dieses, Ritter der Kälte, das heißt ja immer Alkohol, das heißt, du hast scheinbar viel mit Alkohol auch gekocht. Das Problem dabei ist, dass also immer... Ja, trinke ich auch gern Also aber Alkohol verkocht immer, das schmeckt dann gar nicht mehr. Aber die Gegenwart ist auch die 4 der Pentagramme. Das heißt, du musst mehr Alkohol in dein Essen machen, damit man ihn am Ende noch schmeckt. Ja, genau. Also man kann ja eine Tomatensauce auch aus einer Rotweinbasis also sozusagen ansetzen. Ja. Die Zukunft sind auch die 5 der Pentagramme. Das heißt, auch der Teufel will, dass du mehr mit Alkohol kochst. Weil Alkohol das Einzige, also auch gegen Corona, wir spielen uns Alkohol auf die Hände, damit alles desinfiziert ist. Und wenn man das gleich ins Essen tut, dann braucht man das gar nicht mehr. Dann kann man einfach viel essen mit Alkohol. Genau, also man kann ja vor dem Essen was trinken und währenddessen natürlich auch, je nachdem. Vielleicht natürlich, man macht die Flasche Brandy auf, trinkt die halb aus und dann kommt ins Essen. Und nach dem Essen macht man eine neue Flasche auf. Ich kenne das sehr gut. Ja, ich koche nur mit Alkohol. Also ich nehme auch nie Leitungswasser, weil Alkohol geht, kocht auch viel schneller. Wer weiß, was drin sein, Genauso halte ich das auch gerade. Ich finde das super gut. Das hat auf jeden Fall hat mich bestärkt in meiner weiteren Kochkarriere. Sehr gut. Und ich danke dir tausendmal. Ganz sehr gerne. Also wir können auch gerne mal was zusammen kochen. So. Also Wodka-Spaghetti geht 1A zum Beispiel. Ja. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute. Bleib bitte noch kurz dran. Mein Kollege hat noch ein, zwei irgendwie Anmerkungen zu machen. Und dann viel Spaß beim Kochen, würde ich sagen. Ja, toast to you and all you guys. Cheers. Vielen Dank und bis bald. Liebes Publikum, fangen Sie auch an, mit Alkohol zu kochen. Das kann nur gut werden. Ansonsten ziehe ich mich noch ganz kurz zurück und komme später noch mal wieder. Bis gleich. Hallo, wertes Publikum, was immer noch nicht eingeschlafen ist. Letztmalig ist Madame Borg hier, Mensch, Maschine, Medium. Wenn Sie noch anrufen möchten und gleichzeitig was spenden wollen,
für das Schwutz wäre die Nummer folgende: 030 68 40 9215. Und ich werde Ihnen Ihre Zukunft voraussagen mit den Tarotkarten. Ansonsten kann ich auch aus diesen alten Scherben hier, Rosenthal, heraussehen, dass meine lieben Kolleginnen sehr ungeschickt sind. Ansonsten, die Zukunft geht uns alle an. Corona wütet in Europa, in Berlin gar nicht so sehr, aber jetzt wird hier wahnsinnig schlimme Musik angespielt. Leider sind die Techniker schon sehr betrunken, ich noch überhaupt nicht, muss ich sagen. Und ich versuche das jetzt aufzuholen. Ansonsten können Sie auch gerne anrufen. Ich lege die Tarotkarten für Sie und wir reden über Ihre Zukunft, die genauso schlimm wird wie meine Zukunft. Ja, so ist das. Ansonsten gibt es hier wahnsinnig viel Müll, der rumliegt. Ich entsorge den mal kurz. Was ist eigentlich mit diesem Kartoffelpüree hier? Können wir das irgendwie verschenken? Können wir das versteigern? Oder 100% deutsche Kartoffeln? Ja, das kennt man ja von seiner Arbeitsstelle zum Beispiel oder von seinem Wohnhaus. Die Nummer wäre die 030 für Berlin 68409215. Und wenn es noch länger braucht, dann trinke ich noch mehr und niemand möchte das. Ich habe gesagt, niemand möchte das. Aber zum Glück habe ich mir ein kleines Fläschchen Schloss Böchingen im Kaufland erworben für 89 Cent und warte darauf, dass es wirkt. Und das tut es nicht. Ansonsten, liebe Techniker vom Schwutz, die Leute sind bereits eingeschlafen und zwar vorhin bei dieser Verkaufsshow hier von Bambi Mercury und Didi Disco. Es ist niemand mehr, der anruft. Ich höre nichts. Einen Anruf brauchen wir noch. Wir brauchen noch einen Anruf. Liebe Leute draußen an den Endgeräten, hier wird nochmal Sekt nachgefüllt. Ich sage noch ein letztes Mal die Nummer für heute Abend. Das wäre die 030 68 40 9215. Bitte rufen Sie jetzt an und wir reden ein bisschen über Ihre Probleme, über meine Probleme, über die Probleme der Stadt Berlin. Und es ruft jemand an, wahrscheinlich aus dem Haus. Hallo. Hallihallo. Hallo, wer ist denn da bitte? Junius Strohmann wieder. Ach, schon wieder? Haben Sie nicht vorhin schon mal angerufen? Ja, aber nicht bei dir leider. Ach so, Sie haben vorhin was käuflich erworben. Genau. Okay, das tut mir sehr leid. Sie möchten jetzt ein bisschen was über Ihre Zukunft wissen, oder? Genau, und am besten, wie meine Zukunft am Wochenende sein wird. Für das kommende Wochenende? Genau. Ich kann schon mal sagen, dass ich da arbeiten muss in meinem regulären Job. Das ist ja nur ein Hobby, was ich hier mache. So ab und zu mal im Fummel, in einem feuchten Keller in Neukölln rumstehen. Gut, ich schaue mal. Wir machen das aber trotzdem so Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. So, meine Liebe, okay. Wir haben hier den König der Stäbe als erste Karte. Das heißt, Sie haben bisher ein relativ, sagen wir mal, reguläres Leben geführt, sich an die Regeln gehalten. Aber das muss ja nicht bedeuten, dass Sie das irgendwie... Ist das alles, was das Schwutz hat? Ist ja nicht das Einzige, was wir haben. Die Gegenwart ist der Ritter der Kelche. Das heißt, im Moment sind Sie gerade dem Alkohol sehr zugesprochen, trinken viel, so wie ich. Und das kann ja auch nur gut sein. Ich hoffe, Jägermeister Igitt. Aber die Zukunft, das kommende Wochenende, das ist die 6 der Schwerter. Das bedeutet, 6 Stunden lang am Wochenende werden Sie die Gelegenheit haben, alles zu vergessen, was hier umherum passiert. Sie werden mindestens 6 Cocktails trinken und darüber Ihr ganzes anderes Leben vergessen.
Und es wird sehr schön werden. Ich kann da aus Erfahrung sprechen, weil ich habe auch so ein bisschen Alkohol hier um mich rumstehen, aber jetzt nicht so viel. Vergessen ist gut. Dass also, das ich betrunken ich. Werden könnte. Aber ich hoffe, Sie haben ein zauberhaftes Wochenende, werden viel trinken, auch auf uns, auf der Schwutz. Wir danken für Ihre Spende. Ich hoffe, Sie haben sehr viel Spaß. Und wenn Sie im Schwutz mal sind, trinken wir auch mal was. Ne? Es gibt ja noch einiges so. Ja. Schönen Abend Cheers. Noch, bleiben Sie noch am Telefon. Bis bald. Mach ich. Bye bye. Ja, liebes Publikum, wie Sie sehen, werde ich hier mit Alkohol und Nebel zugetextet. Das soll wahrscheinlich bedeuten, dass irgendwie nichts mehr folgen soll. Aber eine Person darf ich noch glücklich machen unter der Nummer, die ich gerade weggeworfen habe. Aber das ist die 030 irgendwas. Rufen Sie an, es gibt noch Sekt. Ich meine, wenn keiner mehr anrufen will, kann ich das verstehen. Die Zukunft sieht wirklich trüber aus für Berlin. Der Schwutz wird irgendwie einfach zubleiben. Andere Clubs werden auch nicht mehr aufmachen. Gerade jetzt, wo der Herbst anfängt, es wird die Hölle werden. Wir werden alle Alkoholiker werden. Wenn wir es nicht schon sind, ist das was anderes? Fruchtig. Mit einem schlimmen Abgang, muss ich sagen. Nee, das möchte ich nicht. Kann man das weg bitte wegnehmen? Ansonsten haben wir hier dieses, das heißt Vaux oder so. Ich glaube, das X schreibt man Vaux. Ist die Hölle. Das wurde irgendwie auch schon deutscher Sekt. Bitte, also wirklich. Das möchte niemand. Es ruft auch niemand mehr an. Die Techniker sind bereits nach Hause gegangen. Der Kameramann ist noch da, um mich aufzunehmen. Die Leitungen sind frei, soll ich sagen. Jeder dritte Anrufer gewinnt. Ich soll jetzt runterzählen von 2000 bis 1, aber ich mache von 10 bis 0. Es ruft jemand an, habe ich gehört, aber ich bin gespannt, ob diese Person durchgestellt wird. Vielleicht ist es auch noch ein verrückter Alkoholiker, der mit einem anderen verrückten Alkoholiker reden möchte. Würde ich auch machen. Oh, das ist wieder Kay. Hallo? Hallo, Ingeborg. Oh Gott, das ist wirklich Kay. Ja. Hast du es gesehen, oder? Kay, was willst du? Ingeborg, ich finde es toll, dass ich heute deine erste Anruferin war und jetzt deine letzte bin. Und deswegen würde ich aber auch gerne wissen, was zeigt die Zukunft für dich? Schon wieder. Ja, es geht die einfach nur die um Zukunft dich für mich, Kay. Kay, wir sind Schwestern. Ich liebe dich von Herzen. Ja. Wie soll die Zukunft aussehen, wenn ich dich kenne und mit dir Zeit verbringe? Ja, ich werde jetzt einfach nur eine Karte ziehen. Ja, das ist die Zukunft für dich jetzt am Wochenende in dem normalen, regulären Job, den du ja machst, der sehr hart ist und der dich auch um 20 Jahre hat altern lassen. Das sind die 7 der Stäbe. Das heißt, ich muss mindestens 700 vegane Frühstücke am Wochenende verkaufen. Es wird sehr schön werden. Ich arbeite übrigens Freitag, Samstag und Sonntag in einem veganen Café, vegan-vegetarisch, im Prenzlauer Berg. Im Prenzlauer Berg bin ich übrigens auch aufgewachsen. Ich wurde in Mitte geboren. Ich komme aus dem Osten. Und das Einzige, was wir im Osten hatten, war Alkohol. Wir haben jetzt auch hier Alkohol, darum werde ich mich jetzt maßlos betrinken. Liebe Kay, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Mach's gut. Liebes Volk am Endgerät. Kay, geh aus der Leitung. Ingeborg, ich finde es sehr schön, dass du 3 Tage die Woche arbeitest. Ach, halt die Klappe. Prost, Inge! Wir lieben Ingeborg! Und Prost, Kay! Hast du nichts zu tun? Hast du keinen Job oder was? Ich trinke auch so wie du. Ach so. Halt so ungeschminkt wie du. Kann man... Cut. Wertes Publikum. ich weiß nicht, ob es noch weitergeht. Ich glaube, ja, es gibt jetzt noch ein Live-DJ-Set
von DJ Meran. Vielleicht kommt noch der ein oder andere Einspieler. Kay ist leider immer noch in der Leitung und ich verstehe nicht, warum sie noch nicht rausgeworfen wurde. Ja. Ich werde jetzt versuchen, diesen Restalkohol zu entwerten, sprich zu trinken. Einen schönen Abend an Sie. Auf bald. Wow, wow.